Ich stehe hier in meinem Büro an unserer Kalenderwand, wo wir immer unsere aktuellen Kalender hinhängen. Hängen auch ein paar ältere da. Es ist auf alle Fälle eine wunderbare Übersicht über alles, was ich so mache. Und jetzt möchte ich auf einen Kalender eingehen, der mir in diesem Jahr besonders am Herzen liegt, und zwar auf den Kalender Passion, und zwar auf das Titelbild. Wir haben hier das Titelbild, einen wunderschönen PAE-Hengst, der heißt Baldomero del Hierro. Er ist an einem Strand fotografiert, den ich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder besuche, weil er einfach so ideal ist. Es ist einer der wenigen Strände, die in Spanien nicht einfach lang und endlos sind, sondern es ist eher eine Bucht und wird auf beiden Seiten von Felsen eingerahmt. Das heißt, das Pferd kann mir nicht entkommen, außer es schwimmt aufs Meer hinaus, was es nicht tut. Es ist schon eine ganz schöne Strecke am Strand entlang, aber das Pferd kommt immer wieder zu uns zurück. Wir führen es ins Meer, es kommt zu uns zurück. Und hier, er hatte unheimlich Spaß an dieser Sanddüne, die in dieser Bucht ist, zu galoppieren und sich echt toll zu präsentieren. Ein wunderschöner Hengst, ein junger Hengst. Man sieht es auch an der dunklen Mähne, der ist noch nicht so ganz weiß geworden. Er war ein super schönes Fotomodell und er hatte uns eine unheimliche Performance geliefert. Ich liebe diesen Ort sehr, besonders am Morgen, wenn so ein wunderschönes Licht ist. Aber in diesem Kalender sind 24 Motive aus 22 Ländern und vielen verschiedenen Pferderassen. Es sind ganz spezielle Momente da drin. Er ist mit sehr viel Liebe zusammengestellt und er ist für dich eine Weltreise in das Universum der Pferde. Du kannst dir in jedem Monat dich woanders hinwünschen, nach Argentinien, nach Island, nach Indien, nach Marokko, nach Marbach, überall. Es ist einer der Kalender, die wirklich die ganze Bandbreite von den Rassen und den Pferden zeigt, die ich mache. Und er ist neu in diesem Jahr und ich hoffe sehr, sehr, dass er bei vielen zu einem Lieblingskalender wird. Und mit diesem Titelbild kann das ja, kann nicht anders sein.